Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio und ich muss zugeben, ich habe ein bisschen weiter gespielt, aber eigentlich nicht viel Fortschritt gemacht. Hier etwas ausgebaut. Vielleicht würde es helfen, hier den Strom zu verbinden. Und in der Zwischenzeit haben wir auch schon die ersten Uran-Elemente, die wir verfeuern können. Das heißt, wir haben es bald geschafft, können Laser-Verteidigung aufstellen. Aber der Punkt mit der Laser-Verteidigung ist, die nehmen auch Schaden, nicht? Das heißt, wir müssen auch sicherstellen, dass wir die Dinger dann auch reparieren können. Und für das brauchen wir Fluggestelle. Hier unten ein Band rein, hier unten ein Band rein, hier ein Band raus. Da brauchen wir vier Dinge drauf. Und wie immer habe ich zu wenig Material in der Tasche. Also schauen wir mal, was wir brauchen. Hier rote Schallkreise kommen einfach zu wenig. Greifer, Maschinen kommen zu wenig, weil zu wenig Grüne, weil zu wenig Eisen. Das kann natürlich so nicht funktionieren. Ups, das ist nicht gut. Die haben das Stromkabel da unten gekappt. Das heißt, unsere ganze Laserverteidigung fällt da flach. Also das heißt, was ich machen muss, ist Fluggestelle, damit wir Roboter, zumindest Bauroboter bauen können. Dann brauche ich auch die Roboparts. Und dann sollte das Ganze, den Turm haben sie stehen lassen. Zweiten Turm hin und hier unten werden wir bald mal aufräumen müssen. Damit wir die lästige Alien-Bedrohung aus dem Weg räumen können. Aber ich denke, sobald wir da mal mit Lasertürmen und Mauer aufrüsten können, ist nur noch eine Fleißarbeit.
So. Strom sieht soweit in Ordnung aus. Aber nun muss ich wirklich zurück, damit ich die ganzen Elemente da an den Start bringen kann, sodass wir nicht immer den Aliens hinterher rennen, sondern dass wir unsere Basis auf eine sichere Grundlage stellen können. Und wenn wir da mit dem Strom und der Fähigkeit, das Ganze zu reparieren, wenn wir das auf die Reihe bringen, dann sollten wir doch etwas besser dastehen. Nun, was brauchen wir hier? Stahlbatterien, grüne und nun, das haben wir hier. Das haben wir hier. Gut. Hier wohl vergessen, ein Band lang zu legen. Dann hier. Was hiervon? Und dann Stahl noch. Das bekommen wir hier. Sehr gut. Hier mal einladen. Anderen Seite auch. Gut, wenn wir jetzt das hier so in die Mitte kehren und Ausladung ranmachen. Sollte das ja schon fast funktionieren. Sehr gut. Die brauchen wir dann, glaube ich, auch für die gelben Fläschchen. Und was brauchen wir jetzt hier für die Bauroboter? Okay. Das machen wir uns hier einfach. Holen wir uns einfach hier vom Band. Hier in der Mitte ein Band mit grünen. Und
und Kisten dahinter. Brauchen wir nicht so viele. Gut, das sind die Roboter. Und dann brauchen wir irgendwo noch so. Hier noch die ran. Da unten knabbern sie. Hier komme ich das am besten hin. So. So mache. Wird das funktionieren? Und sehr gut. Jetzt produzieren wir das, was wir nötig haben für die Mauern. Was ist hier mit unserem Eisen los? So kommt da nichts. So funktioniert das vielleicht besser.
Okay. Dann irgendwo müssen wir mal anfangen. Brauche ich auch ein paar Mauern. Zu viele Boten einstecken. Noch mal übers Band gelaufen. So. Mauern gibt es hier unten. Gleich hat das ein Ende mit dem Piepsen. Und wir werden da oben anfangen. Wenn wir jetzt noch hier von denen bauen. Gut. Dann bauen wir mal unsere erste Mauer. Hallo. Hier rüber. Denke, wir können da etwas sparsam sein. Einfach sicherstellen, dass wir ja, das am Strom haben. Machen wir mal sich rein. Und dann gehen wir doch einfach hier rüber. Eine ganze Reihe Lasertürme. Sehr gut. Und dann, wo machen wir das letzte Teil hin? Hier müssen wir zumachen. So.
Wichtig ist jetzt, dass wir die hier verbinden. Dass alles ein Netz ist. Oben, und dann machen wir da oben noch zu. So. Vielleicht stellen wir hier irgendwo auch noch ein Radar auf. Und da drüben wurden wir bereits das erste Mal angegriffen. Gab auch ein bisschen Schaden. Aber wie ihr seht, funktioniert das mit den Robotern. Die fliegen, reparieren, alles wunderbar. Solange die Reparaturkits haben, funktioniert das. Gut, dann denke ich, haben wir hier die obere Ecke abgesichert. Das ist, glaube ich, unsere letzte Forschung, die wir machen können, bevor wir die gelbe brauchen. Drüben fehlt uns irgendwo Strom. Ersetzen wir das doch mal mit großen Strommasten. Und bis zur nächsten Folge werde ich weitere Mauern bauen, so dass wir das Ganze etwas besser absichern und wir uns wieder auf andere Dinge konzentrieren können, als das ständige Hinterherjagen von den Aliens. Gut, also bis dann und tschüss!